mit lauter Stimme ihnen seinen Bund verkündet hat. Nachdem sie den Bund geschlossen haben mit ihm, nachdem sie den Bund gebrochen haben, als sie das goldene Kalb gemacht haben und angebetet haben. Während sie das taten, war Mose auf dem Berg, um von Gott den Plan für dieses Heiligtum und für diesen Tag sozusagen zu Mose diesen Plan zu offenbaren, wie er mitten unter seinem Volk, das gerade in diesem Moment sich abwendet von ihm, wie er unter diesem Volk wohnen will. Schon krass. Wie groß Gottes Wille ist zum Heil für uns, trotz all unserer Sünde. Und wir haben die ganze Geschichte gesehen, wie das Volk, ja, wie Mose Fürbitte getan hat für das Volk, wie das Volk auch in gewisser Weise auch Buße getan hat, zu einem gewissen Maße. Und ja, dann ist eben dieses Heiligtum errichtet worden und die Priester sind berufen und eingeweiht, geweiht worden und das ganze Heiligtum ist geweiht worden mit dem heiligen Salböl, gesalbt. Und sie haben die Opfer dargebracht. Und Mose hatte ihnen gesagt in Vers 6 von Kapitel 9, dies ist es, was der Herr geboten hat, dass ihr es tun sollt. Und die Herrlichkeit des Herrn wird euch erscheinen. Er hatte ihnen das angekündigt. Wenn ihr das tut, was ich euch weitergebe von Gott, wenn ihr das, was Gott geboten hat, was ich euch weitergegeben hat, wenn ihr das tut, dann wird die Herrlichkeit des Herrn euch erscheinen. Und sie haben das alles so getan, ganz wie Mose geboten hatte, Ende Vers 21 steht das hier auch, da erschien die Herrlichkeit des Herrn. Und Vers 24, und Feuer ging vom Herrn aus und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Also das Brandopfer, das Ganzopfer, was ganz verbrannt werden sollte und die Fettstücke von den anderen Opfern, die auch oben auf dem Brandopfer lagen. Als das ganze Volk es sah, da jauchzten sie und fielen auf ihr Angesicht. Jauchzen, voll Freude, jubeln über Gottes Herrlichkeit, über die Tatsache, dass Gott gnädig ist und sie angenommen hat, dass Gott in ihrer Mitte wohnt und ja, sich ihnen offenbart in seiner Herrlichkeit. Jubel darüber, dass er ihnen vergeben hat. Jubel darüber, dass er mit ihnen ist, Immanuel, Gott mit uns. Jubel darüber, dass sie Gottes erwähltes Volk sind und sein dürfen. Aber dann auch Anbetung. Sie springen nicht nur jubelnd rum, nein, sie fallen nieder. Es geht tiefer rein. Der Jubel ist oft etwas, was emotional ja schon sehr weit geht. Aber wenn wir dann niederfallen, das ist dann nochmal eine Ebene tiefer, wo wir erkennen, dass wir Staub sind und dass Gott Gott ist. Wo wir in der Herrlichkeit die Heiligkeit Gottes erkennen. Wo wir ihm alle Ehre geben, wo alles in uns zum Schweigen kommt. Alle Stimmen, die
ja, die Gott den Platz streitig machen wollen. Sie jubeln, sie jauchzen und sie fallen nieder auf ihr Angesicht. In der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart der Herrlichkeit des Herrn. Kapitel 10 ist ein unheimlich wichtiges Kapitel, was uns hineinnimmt in den Sündenfall der Priester, was uns vor Augen führt, dass es in diesem, ja, in dieser großartigen Erwählung zum Priestertum um Leben und Tod geht. Das ist kein Spaß, Priester Gottes zu sein. Da geht es um Leben und Tod. Kapitel 10, Vers 1 steht, die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder sein Feuerbecken und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer vom Herrn aus und verzehrte sie. Und sie starben vor dem Herrn. Ganz zentral und ganz wichtig ist hier natürlich dieser total, ja, krasse, herausstechende Satz, dass er ihnen nicht geboten hatte. Denn die ganze Zeit davor, in den Kapiteln davor, haben wir immer wieder gelesen, ja, sie taten es, wie Gott dem Mose geboten hatte. Immer wieder wird das wiederholt. Ganz wie Mose geboten hat, ganz wie Gott dem Mose geboten hatte. So taten sie es. Und hier, sie tun etwas, das er ihnen nicht geboten hatte. Es ist nicht ganz einfach, das zu deuten oder zu verstehen, was hier mit diesem fremden Feuer gemeint ist. Aber anhand all der Äußerungen, die jetzt im Verlauf dieses Kapitels überall auftauchen, kann man verschiedene Punkte festmachen, was damit gemeint ist. Und wie gesagt, der erste und wichtigste Schlüssel hier ist dieses, dass er ihnen nicht geboten hatte. Sie handeln auf eigene Initiative. Da würde man doch sagen, ja, ist doch nicht so schlimm. Sind ein bisschen kreativ, die Jungs. Ist doch cool. Lassen sich was einfallen. Ist ja auch langweilig. Also ich meine, ja, beim ersten Mal war das alles aufregend. War das krass. Aber jetzt machen wir was Neues. Machen wir was anderes. Bisschen Kreativität reinbringen hier in die ganze Sache. Wir sehen, was Gott davon hält. Gott ist der Schöpfer, er ist der Kreative, der Kreator, der Schöpfer. Und ja, er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen, das ist wahr und wunderbar. Aber in unserer Fleischlichkeit, in unserer Sünde, wo wir uns abgewandt haben von Gott, wird diese Kreativität ist kein Selbstwert. Wisst ihr, Menschen können so kreativ im Bösen sein. So kreativ in der Sünde. Und was ist die Sünde anderes als die
Loslösung, losgelöst sein von Gott. Die Sünde bestand darin, dass sie auf die Lüge Satans eingegangen sind, der gesagt hat, iss von der Frucht, dann kannst du sein wie Gott. Dann kannst du selber Schöpfer sein. Und sie haben es getan. Und sind immer wieder dabei, zu schöpfen, zu erfinden, kreativ zu sein. Und ja, oft ist es gar nicht böser Wille vielleicht. Wie gesagt, die Kreativität zum Bösen ist unermesslich. Aber viele Menschen meinen es ja gar nicht mal so böse. Am Ende ist es aber doch, weil es nicht mit Gott ist, ist es gegen Gott. Weil der Impuls ist, tief aus der Herrschaft der Sünde herauskommt. Ich kann oder wir können sein wie Gott. Die Menschen waren unheimlich kreativ darin, einen riesigen Turm zu bauen. Sie haben sich alle zusammengetan und haben ein wunderbares, herrliches Bauwerk angefangen zu bauen. Gott hat sich das angeguckt und hat gesagt, ist ja interessant. Und dann konnten sie plötzlich sich nicht mehr verstehen, nicht mehr verständigen. Das ist alles auseinandergebrochen. Und so ist es ja immer mit unseren großartigen menschlichen Werken, die wir aufrichten. Sei es in der Kunst, sei es in der Architektur, sei es in der Politik, was auch immer. Wir versuchen anzustellen, aufzubauen, aufzurichten. Das hat alles keinen Bestand. Fällt alles wieder in sich zusammen. Kreativität ohne den Kreator, ohne den Schöpfer ist nichts, was wir feiern können und sollten. Und das muss ich mir sagen. Das muss ich mir jetzt selber anhören, der ich Musiker bin. Musik, Liebe, eine schön geistige Natur. Aber es ist so. Ist alles dem Gericht überliefert, überantwortet. Dieses Streben nach Originalität, das ist das, was wir heute haben, ne? Weit verbreitet. Hauptsache, du bist originell. Du stichst heraus. Es geht um Selbstverwirklichung. Und Selbstverwirklichung besteht darin, dass du etwas aus deinem Leben machst, was irgendwie was Besonderes ist. Was Besonderes, besonders Wichtiges, besonders Wertvolles. Weil es eigenständig ist, weil es authentisch ist, weil es originell ist. Und am Ende kannst du dann zurückblicken auf dein Leben und dir auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ich war ein ganz besonderer Mensch. Es gibt so einen uralten Song, der wird aber immer mal wieder irgendwo gesungen in irgendwelchen Shows oder so. Hat der alte Frank Sinatra gesungen. I did it my way. So, das ist der ganze Stolz im Rückblick auf das Leben. Ich habe es auf meine Weise gemacht. Nadab und Abihu haben es auf ihre Weise gemacht. Und Gottes Blick darauf, seine Bewertung des Ganzen war, nee, es hat keinen Bestand vor mir. Das gefällt mir nicht. Warum? Weil es nicht aus der Liebe zu dem entstanden ist, der mir diese Fähigkeit und Gabe überhaupt gegeben hat, kreativ zu sein. Was wäre ich denn ohne meinen Schöpfer? Warum löse ich mich von ihm? Warum nehme ich ihn nicht diese wunderbaren Gaben aus seiner Hand, empfange sie, bin ihm dankbar, freue mich daran und setze sie da ein, wo Gott mir gebietet, sie einzusetzen. Wir haben das doch gesehen beim Bau des Heiligtums. Da waren diese ganzen Künstler
Und sie durften sich austoben, ihre Kreativität einsetzen, um dieses wunderbare Werk Gottes herzustellen. Nach allem, was er geboten hatte. Eng angebunden, angeschlossen an ihren Schöpfer, an den, der sie wunderbar geschaffen hat. Ich möchte auch noch mal eine Stelle lesen, die verfolgt mich schon jetzt eine ganze Weile. Ich lese sie immer mal wieder. Aber ich glaube, dass es eine unheimlich wichtige Stelle in der Bergpredigt ist, Matthäus 7. Die uns wachrüttelt. Jesus ist nicht nur der Liebe, der einem gepeinigten Menschen, der schon lange keine Umarmung mehr hatte, ihn in den Arm nimmt und sagt, sei rein, ich will dich heilen, ich will, dass du durch meine Liebe, durch meine Reinheit rein wirst von deiner Unreinheit. Und wisst ihr, diesen Jesus, den lieben wir doch, ne? Aber wisst ihr, wir müssen diesen Jesus, er ist ein ganzer Jesus. Und das gehört inhaltlich total zusammen. Dieser Jesus, der uns rüttelt, der uns wachrüttelt. Der uns auch darin liebt, dass er uns rüttelt. In Vers 21 von Kapitel 7 in Matthäus. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Deutlicher geht's doch kaum noch. Es kommt nicht darauf an, was du zu ihm sagst. Es kommt nicht darauf an, in welchem Setting du lebst, sondern wie du mit dem Vater zusammen verbunden lebst. Wie du reagierst auf sein Wort. Welchen Eingang sein Wort in dein Herz, in deinem Leben hat. Darauf kommt es an, sagt Jesus. Und ich will das noch mehr lernen. Ich will darin wachsen. Zuallererst überhaupt erstmal genau hinzuhören. Manchmal höre ich so oberflächlich. Und das ist gut. In der Geschichte von Mose und Aaron und den Priestersöhnen ist es so, dass Mose die Gebote Gottes weitergegeben hat an Aaron und seine Söhne. Und es steht da, ja, ganz wie der Herr dem Mose geboten hat, haben Aaron und die Söhne das gemacht. Aber es steht manchmal auch verkürzt sozusagen, kürzer, weil irgendwie der Schreiber keine Lust hatte, mehr das immer die ganze Zeit immer genau gleich zu schreiben, hat er dann manchmal auch geschrieben, ganz wie Mose es ihnen geboten hatte. Das heißt, sie haben die Gebote, das Wort, was Gott zu ihnen gesprochen hat, gar nicht direkt gehört, sondern Gott hatte einen Propheten gesandt, der ihnen das Wort gesagt hat. Und sie haben das angenommen und sind dem gefolgt. Weil sie erkannt haben, das ist Gottes Wort, Gottes Stimme. Gott spricht hier zu uns. Er zeigt uns, was wir tun sollen. Durch Mose. Weil Mose von Gott eingesetzt ist als Prophet. Das haben sie ja alle gesehen, das haben sie gehört, sie haben sogar geschrien danach, sie haben gesagt am Berg Horeb, oh Herr, wir wollen nicht, dass du direkt zu uns sprichst, das ist zu heftig, da komme ich nicht mit klar. Geschwister, ich habe das auch jetzt die letzten Wochen erlebt, ich habe, ne, wie Gott reingesprochen hat in mein Leben und ich kann das voll gut verstehen, es ist manchmal einfach zu heftig. Ich kann das Volk Israel verstehen, wenn es sagt, Herr, mach das bitte nicht. Sprich doch lieber zu Mose. Der kann, wenn er spricht, da können wir besser mit umgehen. Da kommen wir besser mit klar.
Aber Gott will zu uns sprechen und er hat, es ist, Jesus hat seinen Geist in die ganze Gemeinde ausgegossen. Sein Heiliger Geist lebt in dir. Das heißt, Gott, und das sagt Paulus im Römerbrief, der Heilige Geist bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Er spricht in dir. Manchmal nicht so, dass du das irgendwie in Worte fassen kannst, aber er zieht dich zu Gott. Er ruft dich. Ja, manchmal rüttelt er dich. Manchmal nimmt er dich auch in den Arm. Gott tut es und er spricht, wie gesagt, auf viele verschiedene Weisen. Und ich will das lernen. Ich will mehr. Angefangen damit, dass ich besser zuhören will. Dass ich das, was Gott sagt, mir wirklich zu Herzen nehme und da dranbleibe. Und nicht ruhe, bis es getan ist. So oft meine ich es gut. Ich höre was von Gott. Ich merke, boah, Gott ruft mich in die und die Sache rein oder er möchte das und das von mir. Ich höre das. Ich denke, ja, Gott, das will ich machen. Und dann schiebe ich es auf die lange Bank, bis ich es irgendwann vergessen habe oder bis irgendwann der Zeitpunkt vorbei ist, wo ich es tun kann. Ich will da lernen, besser zu hören. Und das hat was dann auch mit Gehorsam zu tun. Zu folgen. Denn Herr, Herr zu sagen, das führt mich nicht dazu, ins Himmelreich zu kommen. Da verpasse ich das Ziel. Das ist Zielverfehlung. Das Wort Sünde bedeutet auch Zielverfehlung. Da verfehle ich das Ziel. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Sind wir nicht aufgestanden, Herr, und haben gesagt, im Namen Jesus verkündige ich euch die Zukunft? Und es ist tatsächlich eingetreten. Im Namen Jesus weiche, du böser Dämon, und ist tatsächlich ausgewichen. Im Namen Jesu seist du geheilt. Und Heilung ist tatsächlich geschehen. Und was sagt Jesus? Dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ist das krass? Das ist eigentlich noch krasser als das, was wir eben gelesen haben mit diesen Priestersöhnen. Mit den Priestersöhnen ist schon krass. Die sind da ins Heiligtum. Sie wollten doch ein Opfer bringen. Es war doch was Schönes, was Gutes, ein Rauchopfer darbringen. Sie haben einfach ein bisschen kreativ, eigenständig sind sie unterwegs gewesen, haben da, aber sie haben doch Rauchopfer für den Herrn darbringen wollen. Und dann fällt Feuer vom Himmel und verzehrt sie. Das ist ja echt krass. Und Jesus hier ist noch krasser. Da sind Leute unterwegs, die im Namen Jesu großartige Dinge tun, wo du sagst, hey, das ist doch, das will ich hier in der Gemeinde haben. Und Jesus sagt, ist nichts für mich. Damit habe ich nichts zu tun. Warum? Weil er sagt, es geht um den Willen meines Vaters, es geht um dieses Kennen. Ich habe euch niemals gekannt. Ich kenne euch nicht. Ihr seid nicht mit mir unterwegs gewesen. Ihr habt meinen Namen benutzt und ihr habt, auf welche Weise auch immer, wie es dazu gekommen ist, dass dann diese Wunder geschehen sind. Und sei es, dass Gott sogar Gnade geschenkt hat
und Heilung geschenkt hat und Hilfe geschenkt hat durch ein unreines Gefäß. Wir sehen das bei Simson, so ein unreiner Typ am Ende seines Lebens und Gott tut immer noch seine Wunder durch ihn, weil er ihn erwählt hat. Und dann wendet er sich aber von ihm ab und ist Simson am Ende sogar gnädig, als er wieder zu ihm schreit, als er zu ihm umkehrt. Aber hier, das sind Menschen, die fromm unterwegs gewesen sind, aber nicht angeschlossen, angenabelt an Gott, an den lebendigen Gott, der da ist, der jetzt da ist, der nicht einfach nur in einer fernen Vergangenheit mal gesprochen hat, der nicht einfach nur irgendwie toter Buchstabe ist, sondern es ist ein lebendiges Wort, was hineinspricht in dein Leben, in deine Situation. Gott, dein Vater, Gott, dein guter Hirte, der mit dir unterwegs ist, der dich führen und leiten will, der mit dir gehen will und dich leiten will. Na, wir hören das oft gerne so andersrum. Ja, Gott ist dein liebevoller Begleiter. Er schützt und bewahrt dich auf deinen Wegen. Nein, er möchte, dass wir seine Wege gehen, dass wir mit ihm unterwegs sind, dass wir ihm folgen. Und darin sind wir dann auch so gesegnet, Geschwister. Aber dann sind wir vielleicht nicht diejenigen, die so spektakulär groß rauskommen, sondern dann sind wir vielleicht diese Langweiler, die es einfach so machen, schlicht und einfach, wie Gott gesagt hat. Wir kriegen dann keinen Originalitätspreis, weil wir es so machen wie unsere Väter und Mütter im Glauben. Aber wir kriegen das Lob des Herrn. Gut gemacht, mein treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Und wir sehen in diesen Versen in Kapitel 10 noch etwas anderes, was Mose ausspricht. Eine Wahrheit, die Gott Mose in den Mund gelegt hat. In 3. Mose 10, Vers 3 steht, und Mose sagte zu Aaron, dies ist es, was der Herr geredet hat, bei denen, die mir nahen, will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Das ist das, wenn da ein Priester ist, denen, die mir nahen oder denen, die mir nahe sind. David hat es mal gedichtet oder einer der Söhne Korachs oder ich weiß es nicht, in einem der Psalmen steht es drin, oh, die haben es gut, die jeden Tag in deiner Nähe sind. Und damit meint er die Priester, die im Heiligtum wohnen, die ständig im Heiligtum sind, die Gott so nahe sind. Und in dem Psalm wird es so ausgedrückt, oh, ich würde auch so gerne jeden Tag, oh, am liebsten würde ich den ganzen Tag auf der Schwelle, wenn ich nur auf der Schwelle des Heiligtums, das würde mir reichen, aber wenn ich das doch, anstatt dass ich so weit weg sein muss vor Gott. So ein Vorrecht, in der Nähe Gottes zu sein. Wie gesagt, da ist Jauchzen, da ist tiefe Anbetung, da ist Liebe, das, was ich, wovon wir am Sonntag gelesen haben, Hohelied. Tiefe, intime Liebesgemeinschaft mit Gott. Wow, das ist so herrlich. Aber da ist kein Platz für das stolze Ich. Kein Platz. Die Liebe, die Agape, liebt den anderen, nicht sich selbst. Und freut sich an der Liebe, die es empfängt. Gott liebt dich, Gott liebt mich, Gott liebt uns perfekt. Vollkommen.
Seine Liebe ist vollkommen. Seine Hingabe, na, das ist das, was wir feiern im Abendmahl. Seine Hingabe ist vollkommen. Und wenn wir ihm nahen, dann geht es darum, diese Liebe zu empfangen und zurückzugeben. Und so, das ist Liebe, dieser Austausch der Liebe. Und da ist kein Platz mehr, um mich selbst zu kreisen, mich selbst zu lieben, mich selbst zu erhöhen, mich selbst auf das Podest zu stellen. Wie gesagt, das ist, hey, haben wir es nicht gut gemacht? Haben wir nicht eine tolle Idee gehabt, Leute? Dieses Räucherwerk hineinzubringen, dieses fremde Feuer. Bei denen, die mir nahen, will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Gott spricht hier auch von seiner Heiligkeit. Das bedeutet, dass er rein ist. Da ist kein Makel, kein Fehler, keine Sünde. Da ist keine Dunkelheit, da ist keine Finsternis, da ist keine Lüge. Da ist nichts Unreines. Und wenn er sagt, ich will geheiligt werden, dann bedeutet das, dass wir seine Heiligkeit ehren und achten. Und wie tun wir das? Indem wir zuallererst ihn als den heiligen Gott bekennen. Indem wir ihn verherrlichen, indem wir ihm gehorsam sind. Und das bedeutet ja heilig sein, abgesondert sein. Ich sondere mich ab von den Wegen dieser Welt und gehe seinen Weg. Ich folge nicht den Stimmen, die in dieser Welt umhergeistern. Ich folge nicht der Stimme des Widersachers. Ich folge nicht der Stimme meines Fleisches, sondern ich folge seiner Stimme. Ein heiliges Leben. Dadurch heilige ich ihn. Und dann, wie gesagt, diese Reinigung des Herzens dahin, dass wirklich er und er allein gelobt und gepriesen und verherrlicht wird. Jesus hat das ja auch gesagt. Er hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Boah, was sagt er uns da? Ihr seid das Licht der Welt. Wow, kann ich ja, ist ja krass. Was bin ich für eine Leuchte? Na? Dann sagt er, so lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass die Menschen eure guten Werke sehen und was tun? Euren Vater im Himmel preisen. Das soll das Ziel unseres Lebens sein. Gott, du sollst verherrlicht werden durch mein Leben. Durch das, was ich tue, das soll dir zur Ehre. Tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und gebt Gott Dank durch ihn. Tut alles ihm zur Ehre. Er soll verherrlicht werden in meinem Tun. Und wisst ihr, ich kann so vieles ihm zur Ehre tun. Gott hat mir so viele oder hat so tolle Dinge in unserem Leben vor. Wir können, wenn wir ihm nachfolgen, wir werden so viele wunderbare Dinge erleben. Aber manchmal verpassen wir das, weil wir denken, ja, aber ich würde doch so gerne das und das tun. Gott, kann ich das nicht machen und dich dabei verherrlichen? Und Gott sagt, theoretisch schon. Nur ich habe jetzt gerade was anderes für dich. Und dann zu sagen, okay, was ist mir wichtiger? Mein Wunsch, meine Ziele, meine Projekte oder dein Wille, Vater, die Gemeinschaft mit dir. Du bist mir wichtiger, Jesus. Das andere ist ja schön und gut, aber du bist mir wichtiger. Das ist wahre Verherrlichung Gottes, wisst ihr?
Herr Herr zu sagen, Herr Herr zu singen, das ist nichts. Gott hat das gesagt in Amos, schaff mir das Geplärr deiner Lieder weg. Ich will das gar nicht hören, diese Lobpreisgesänge. Natürlich freut er sich. Er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Er freut sich über unsere Lobgesänge. Wenn sie im Einklang stehen mit unserem Leben, er freut sich über die Opfer, wenn sie im Einklang stehen mit seinem Wort, dann freut er sich, dann ist das für ihn wohlgefällig. Weil das Volk, wenn sie diese Opfer darbringen, das wahre Wesen Gottes verstanden haben, nämlich, dass er heilig ist und dass sie, um in seine Gegenwart zu kommen, diese Opfer darbringen müssen, weil sie selber Sünder sind, nicht heilig, unrein, aber durch das Blut des Opfers gereinigt, geheiligt werden. Nadab und Abihu, sie werden vom Feuer, was von dem Herrn ausgeht, getötet. Es ist interessant, dass eigentlich die Formulierung hier in Vers 1 oder in Vers 2, da ging Feuer aus vom Herrn und verzehrte sie, das ist identisch das, was in Vers 24 von Kapitel 9 steht. Kapitel 9, Vers 24 steht, und Feuer ging vom Herrn aus und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Dasselbe Feuer, derselbe Herr, dasselbe, was das Feuer tut. Nur einmal ist es das Opfer und einmal sind es Nadab und Abihu. Einmal ist es das Feuer, dass das Opfer trifft, stellvertretende Opfer. Und einmal ist es das Feuer, was die Priester trifft. Das Feuer, was das Opfer trifft, und das Feuer meint Gericht. An vielen Stellen der Bibel steht Feuer für Gericht. Als das Feuer vom Himmel fiel auf Sodom, war es das Gericht Gottes. Das Feuer des Gerichts ist gefallen auf das Opfer. Und dann ist Jauchzen und Anbetung. Das Feuer des Gerichts ist auf Jesus gefallen. Er hat das Opfer getragen. Er hat den Zorn Gottes, er hat das Gericht Gottes über unsere Sünde getragen. Und dann sehen wir das und wir jauchzen und beten an. Aber wenn da einer ist, der dieses Opfer missbraucht, wenn jemand die Aufmerksamkeit von dem, worum es eigentlich geht, diese Liebesbegegnung mit Gott und das Erfahren der Herrlichkeit, wenn jemand die Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann sagt Gott nein. Wisst ihr, und das ist etwas, was nicht nur in der Gemeinde, wisst ihr, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, in Apostelgeschichte 5, Hananias und Sapphira, ne, dieses Ehepaar. Das ist sehr vergleichbar mit dieser Geschichte. Das ist im Grunde dasselbe. Selbe Geschichte, die sich im Neuen Testament, in der neutestamentlichen Gemeinde ereignet hat. Dass da zwei die Ehre Gottes antasten und ihr Heuchelspiel spielen und von Gott gerichtet werden, sofort. Für mich spricht diese Geschichte oder für mich sprechen diese Worte über mich selbst. Das Feuer Gottes, Gott ist ein verzehrendes Feuer. In Hebräer 12
Vers 29 steht es, auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er sagt damit, na, im Hebräerbrief geht es die ganze Zeit darum, ja, das ist der alte Bund, jetzt ist der neue Bund und so. Ne? Und dann sagt der Schreiber am Ende aber vergesst nicht, unser Gott, wie er sich in Jesus Christus offenbart, es ist immer noch derselbe Gott, es ist immer noch ein verzehrendes Feuer. Und dieses Feuer, wisst ihr, die Feuerzungen, der Heilige Geist, der sein Werk wirkt in uns, der uns das Opfer Jesu nahe bringt, der uns hineinnimmt in dieses Opfergeschehen, der uns dann hineinführt in sein Volk, dass wir Teil seines Volkes sind, das jauchzt und anbetet über das Feuer, was vom Himmel gefallen ist. Derselbe Heilige Geist, derselbe verzehrende Gott, er übt Gericht über Nadab und Abihu in mir. Und hier steht am Ende, Aaron schwieg. Und dann geht es sogar noch weiter, und da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein, dass Gott dann Aaron und den Brüdern sagt, sie dürfen nicht trauern. Sie dürfen nicht trauern darüber. Aaron darf nicht darüber trauern, dass seine Söhne umgekommen sind. Dass Gott seine Söhne getötet hat. Die Brüder dürfen das nicht. Sie sollen weiter Gott dienen als Priester. Und da steht dann sogar in Vers 7, sie taten das nach dem Wort des Mose. Sie waren gehorsam und ordneten sich darin unter, Gott unter. Für mich ist es so, ich will, dass der Nadab und der Abihu in mir das verbrennt. Das Fleisch muss gekreuzigt sein, sagt Paulus. Die dem Christus Jesus angehören, haben ihr Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Es ist sogar etwas, was eigentlich schon geschehen ist. In der Taufe haben wir das eigentlich schon bekannt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und Jesus sagt es ja, wer sein Leben gewinnen will, wer groß rauskommen will, wer etwas aus sich machen will, wer die Originalitätskrone im Leben erringen will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Das Feuer Gottes soll in mir brennen. Und das ist, wir verstehen das manchmal so auf eine bestimmte Art und Weise. Wie gesagt, das Feuer als den Heiligen Geist, dieses leidenschaftliche, brennende Feuer für Gott, brennende Liebe, Feuer der Liebe. Aber es ist auch diese brennende Liebe, die gleichzeitig ein brennender Hass gegen die Sünde ist. Ich will das nicht mehr, den ganzen Mist. Ich will diese Selbstbeweihräucherung meines Fleisches, ich will das nicht mehr. Es muss sterben. Es soll Feuer vom Herrn ausgehen und das alles auffressen. Bei denen, die mir nahen, will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Lass uns das tun, wenn wir das Abendmahl nehmen. Lass uns ihn anbeten. Lass uns ihm die Ehre geben, der sich für uns hingibt. Er ist der Priester, der wahre Priester. Keiner von uns. Wisst ihr, wir sind ja als Priester alle berufen. Wir sind durch Jesus zu Priester gemacht worden. Wir haben diese hohe Berufung. Und Gott sei Dank leben wir in der Zeit der Gnade, wo ich nicht, wenn ich mich in dieser Sache versündige, sofort Feuer vom Himmel fällt. Ich wäre wahrscheinlich schon einige Male hier vor euren Augen verbrannt.
Gott ist da gnädig. Und wir können es nur durch Jesus Christus, weil er der reine Priester ist, der wahre Priester, der ohne Sünde ist, der alles getan hat, wie sein Vater es ihm gesagt hat. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Ich sage euch die Worte des Vaters. Er war nicht eigenmächtig. Er hat sich ganz seinem Vater im Himmel untergeordnet, um ihn zu verherrlichen. Und er hat uns gnädig herausgerettet aus unserer Gottlosigkeit, um uns hineinzuführen in diesen Priesterdienst. Und ja, er hat uns jetzt diese Ehre schon gegeben. Aber er will uns hineinführen, dass wir ihm ähnlich werden. Und das bedeutet, was Johannes der Täufer so schön gesagt hat, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Lass uns so das Abendmahl jetzt feiern.